ohne Schnee geht nichts und mit Schnee funktioniert alles. Der Winter ist eine Jahreszeit für uns Touristiker, der Sommer eine Herausforderung. Wenn Schnee liegt, wissen alle, was zu machen ist, drauf zu rutschen, zu gleiten, zu laufen, Schnee zu erleben. Und ob Sie jetzt Skifahren oder ob Sie quer zur Fahrtrichtung auf einem Gerät stehen oder was Sie machen, spielt keine Rolle. Sie bleiben am Berg und Sie bleiben im Schnee. Und das heißt, wir müssen uns vor Ort ein bisschen darauf einstellen, dass der Aktivurlauber vielleicht nach 3-4 Tagen Skifahren auch mal wieder was anderes macht. Aber er will sich auf jeden Fall im Berg bewegen und aktiv sein. Tatsache ist, egal ob Alpinfahren, aber noch mehr natürlich bei Langlauf oder bei anderen Dingen, Skifahren ist Gesundheitsvorsorge. Es tut uns gut zu fahren, es ist körperlich gut, es ist psychisch gut. Es gibt harte Nachweise, Evidenz, dass diese Bewegung draußen einfach gesundheitsfördernd ist. Und wir diskutieren permanent nur die Risiken, aber wir diskutieren auf der anderen Seite nicht, dass es uns gut tut. Und wir haben auch Nachweise darüber, dass eben Aktivurlaub, mäßiger Aktivurlaub, letztendlich dazu führt, dass die Erholungswirkung um ein Vielfaches länger anhält, als die Frage, irgendwo hinzufliegen und die Füße hochlegen in der Sonne und passiv zu sein. Und das kann für die Zukunft ein Riesenthema sein. Das heißt, Bergurlaub ist auch Erholung.